Heute ist für viele der Gedenktag an Sepp Kerschbaumer. In seinem Heimatdorf Frangard erinnert noch heute eine Gedenktafel an den Südtiroler Freiheitskämpfer. Er starb 1964 im Gefängnis in Verona, wo er eine fast 16-jährige Haftstrafe wegen Terror und Hochverrats gegen den Staat Italien absitzen sollte. Kerschbaumer war in den 50er Jahren Mitbegründer und Chef des Befreiungsausschusses BAS. Schon mit 21 brachte ihm sein Widerstand gegen die Italienisierung eine Verbannung nach Süditalien ein. Zurück daheim begründete Sepp Kerschbaumer den Befreiungsausschuss BAS, weil ihm die SVP gegenüber Rom zu konziliant auftrat. Diese Meinung teilen die 1500 Schützen, die heute in St. Pauls zur traditionellen Kerschbaumer-Gedenkfeier aufmarschierten. Die Rede zu Ehren der Kämpfer der 50er und 60er Jahre hielt Südtirols jüngster politischer Häftling, der mit 17 ins Gefängnis musste. Man lernt andere kennen und dann passiert das, dass du als junger Mensch eben auch in einen Weg oder einen Weg einschlagst, den heutzutage wahrscheinlich junge Leute nicht so schnell einschlagen, weil heute geht es immer an die alle gut. Niedermeyer lernte Sepp Kerschbaumer nach der Feuernacht von 1961 bei einem Gefängnisbesuch kennen. Also wenn ich gesehen habe drinnen im Gefängnis, dann habe ich gefragt, Bub, hast du was zu rauchen? Dann sage ich, nicht viel. Dann hat er gesagt, da ist ein Trinciato Medio, rauch was Gescheites. An den kann ich mich nur erinnern. War Kerschbaumer jemand, der Gewalt als Lösung sah? Nein, Sell war eher der große Gegner, weil wenn der nicht gewesen war, nachher war ganz eine andere Geschichte passiert. War es dann blutig angelaufen? Nein, war es blutig angelaufen, ganz sicher. Und Sam war es für uns bitter geworden. Auch deshalb glaubt Niedermeyer, dass es längst an der Zeit für eine Begnadigung jener wäre, die glaubten, Gewalt würde ihrer Sache helfen. Die Gewalt ist vorbei. Die Sache lebt für viele weiter.